Hallo und schönen guten Morgen zu einer neuen Runde Meccabellum. Ist noch ein bisschen früh, Sonntagmorgen sind aber trotzdem schon 500 Leute online. Ist aber auch nicht bei jedem Morgen, glaube ich. Ne? China und Co. Weiß gar nicht, wie viel Uhr da ist. China, was ist das? Ist das 8 Stunden oder so? Also Kanada ist, glaube ich, kann 6 bis 8 Stunden oder so, 6 bis 9 Stunden Unterschied sein, je nachdem East oder West Coast. Da muss das ja bei China auch eine ganze Ecke sein. Und in den Donald Duck Comics von früher war Japan immer, ist ja neben China, immer auf dem Kopf. Also und daher dann 12 Stunden Unterschied. Wie akkurat war das? Dann wäre irgendwie so ein Turniersieger da vorne. Na, auf jeden Fall ist die für jeden morgens. Mal gucken, wie viele von denen schon ihren Kaffee hatten. Ich muss meinen noch machen. So, was machen wir da? Ja, ich mag den Rhino. Nicht unbedingt die beiden Sachen. Ich kann halt den Mustang nicht so gut ab. Ja, aber der Rest ist ja noch schlimmer. Okay. Cost Control. Ja, wir haben unsere eigenen Modelltanks. Lass mal die alle laufen. Was hat man im Angebot? Kompakte Bauweise. Und dann Dacker Dacker. Why not? Das sieht so aus, als ob das eventuell so ein Fake-Start wird, wo gleich Einheiten verkauft. Na, trifft er jetzt mein Headquarter direkt? Laut der Anzeige schon. Da muss ja die Frage, ob er direkt losschießt, ne? Weil die holen die Raketen ja ab. Also mit dem Raketenwerfer da, also diese Gesamtaufstellung habe ich glaube ich noch nie gesehen. Müssen wir die Raketen so ein bisschen ablenken in Zukunft und dann mal gucken mit den Mustangs, also vielleicht den Upgrades geben. Ich habe mir vorgestellt, in dem Szenario gut aufleveln, gerade wenn ich Raketen ablenke, überleben die ja lange und sind hier hauptverantwortlich für alle Kills und dann dementsprechend gibt es dann auch den Level. Mass Produced mit Cost Control ist eine sehr böse Combo, wenn er will. Geht natürlich da auch. Wir droppen ein Shield. Okay, ja, der packt dann vielleicht einen Flammenwerfer oder so dahin, das sieht man dann nachher. In jedem Fall nochmal Raketen ablenken, dass die Leute da nicht alle sterben umsonst. Und dann nochmal Kleinvieh töten einfach aus Sicherheitsgründen. Oft kommt da jetzt auch die Flanke und da setzen wir uns doch schon mal hin und machen einen auf. Wir sind ein großer Freund von ihm. Ich kann ihn, glaube ich, so hinstellen, das ist immer noch sicher genug und dann gleich mit Reichweite eventuell die Seiten holen. Der muss man mal gucken. Der braucht, glaube ich, keinen Level. Also ein Schild, das Headquarter beschützen, ja, mit dem Schild. Nicht sehr viel mehr machen. Die Phoenix verkauft. Keine Seiten geholt. Ja, ich habe ja schon 3 Mustangs. Ich bereue schon 2 sehr häufig. Also ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. In jedem Fall habe ich wegen dem Schild ein Riesenproblem, weil ich sehr wenig Schaden in Summe habe bei den Einheiten. Ein Crawler hätte ich vielleicht doch lieber Level links gegeben. Was hat der gehabt? 2 Crawler? Hätte der den Kampf mit seinem Cost Control Crawler da gewonnen? Jetzt aber schnell, Jungs. Oh, Headquarter, Headquarter. Naja, also hätte ich das Schild hier vorne eingesetzt, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Hätte aber auch gewonnen, hätte er kein Schild gehabt. Jetzt ist das Schild vielleicht trotzdem weg. Das ist natürlich scheiße. Ja, hab's noch, okay. Sonst wäre das jetzt Headquarter geworden. Aber so ein HQ-Rush ist ganz gut, wenn das Headquarter extra Schutz hat, finde ich persönlich. So, wie ist er das jetzt gewonnen da vorne?
kann ja nur ein Satellit gewesen sein, sonst würde der ja locker den Kampf verlieren, ne? Geht doch gar nicht anders. Ja, der wird jetzt den Vulken wahrscheinlich holen, oder? Willst du nicht random Melting Point holen? Aber klar, wenn der Dicke kommt, ich brauche auf jeden Fall Schaden. Aha. Ja, ich mache jetzt erstmal das hier. Aber dann ein bisschen weiter von hinten. Da muss er mit Reichweite eventuell ran. Die Level mitnehmen, wenn es geht. Ja, ich brauche halt irgendwie Schaden. Und ich glaube, Artillerie ist gut gegen das, was er da stehen hat. Und auch wenn er jetzt den Dicken holt, wäre das, glaube ich, auch nochmal extra gut dagegen. Hier stehen natürlich wieder alle beschissen. So ist das ja immer. Okay. Wie gesagt, ich glaube, dass der dann Vulken hinbringt. So würde ich das machen. Da nochmal einen zweiten Läufer. Oh, ansonsten vielleicht mal die Artillerie bestrafen, die da so steht. Ja, er ist der Flammenwerfer. Auch immer noch mehr Schaden, wenn es geht. Das war die Artillerie. Aber eine Freude. Ja, Wespen, ne? Kann man dagegen machen mit Bomber-Upgrade. So, meine Crawler sollten das ja eigentlich gewinnen. Obwohl der jetzt auch ein Level 2 hat, aber habe ich ja auch. Und das Cost Control. Hat er wieder einen Satellit benutzt, weil das wieder so knapp aussah? Er sieht schon ominös aus. Ja. Raketen. 19.000 Schaden. So ganz solide. Ich muss den halt irgendwie im Place halten wegen den Steeballs. Direkt mit einem Wirbel vielleicht arbeiten. Den dicken hier, den können wir auch nehmen. Oder einen Beacon. Machen wir mal mit dem Beacon. Das ist immer schwierig, wenn man hier daneben zielt, läuft an dem Ding vorbei. Ich hoffe, ich habe das genau drauf gezielt, dass es schlägt, nicht einfach vorbeiläuft. Ich habe da schon die tollsten Sachen gesehen. Die ganz tollsten Sachen. Okay, ansonsten, ich glaube, ich kann den Tod wirbeln direkt, ne? Dass das Steeball-Problem sofort gelöst ist. Wenn man so steht und dann wirbelt, ist er direkt tot, ne? Dann halte ich die halt auch erstmal auf. Und ansonsten gibt es nochmal eine extra Rakete dazu. Ich glaube, so geht das. Ups. Genau, ist direkt tot, der Steamboy. Ein gutes Investment. Mehrere Satelliten links, okay. Ja, Luftabwehr habe ich ja. Da müssen wir gleich mal gucken, da will er den Beam ausgeben, vermute ich. Also ich glaube, das Luftabwehr-Upgrade kann ich riskieren, dass ich das nehme und der dann nachher die Panzerplatte hat. Ich habe ja noch ein paar Marksmen dahinter zur Not. Also es wird Degeneration Beam, das ist ja das Meta mit den Steamboys, ne? So, wir sind da. Ich werde dein mein Leben lang nicht verstehen. Wahrscheinlich ist das mittig egal. Ich muss gucken, wo der angefangen hat, ne? Oh, ist das eine Krönung, ey. Ich habe das auch bei anderen schon häufig gesehen. Ich bin nicht der Einzige, der mit Probleme hat, ne? Aber okay, es hat ja geklappt am Schluss, aber albern ist es schon. Ja, man muss ihn wahrscheinlich dann auch genau mittig vor dem Ding setzen. Ich lasse mich jetzt erstmal da oben stehen. Wobei Deployment ist doch nice. Dann ziehe ich ihn jetzt nach oben damit, aber ist ja okay, wir kommen ja trotzdem da dran. Und dann ist der Satellit auch weg. So, genau, also ich würde dir sagen, warum habe ich Missile Interceptor drin? Okay, egal. Luftabwehr. Überall verbessern, die Luftabwehr. Ich glaube, das Schild kann man da nicht rechtzeitig hinbekommen. Ich packe es jetzt hier hin, damit er meine Dinger nicht immer abholt. Fragezeichen. Genau, und jetzt mache ich hier unten, versuche ich diese Steeballs damit zu bekämpfen, hier vorne. Also er muss ja gerade drauf zulaufen, ne? Damit das funktioniert.
Schwierige Sache. Ich lasse die mal so laufen. Das müsste doch eigentlich klappen. Muss ja auch nicht in erster Reihe stehen. Ich habe es noch nie so gemacht. Nur mal gucken. Ich habe die jetzt hier. Benutzen wir jetzt vielleicht nicht nochmal. Mal sehen. Ich glaube, den brauchen wir hier vorne nie. Nehmen wir mal eine kleine Reihe rüber. Mal sehen, was das wird. Alle jeder verkauft. Hinten Abwehr. Oben eins Nirvana gestellt. Nice. Headquarter wurde gesniped. Ach, der hat Adlerich gekauft. Okay. Natürlich ärgerlich, dass mein Schild zu spät kam. Das hätte sonst die Rakete. Hätte ich die abgefangen? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber die Artillerie, das hat ihn eine Runde gewonnen. Da habe ich mit der Abwehr geschlammt. Sonst war ja alles eigentlich gedeckt. Ja, das war eine sehr teure Runde. Und dann ist ja auch das Schild weg, ne? Also ist ja noch ein ganzer Kostenfaktor oben dran. Jetzt habe ich leider auch zusätzlich nicht hingeguckt, wie meine Rhinos performt haben. Mit anderen Worten, die Runde hat mich mehr gekostet, nur das Headquarter. Also ich nicht weiß, ob die Rhinos funktioniert haben, kann ich halt auch nicht jetzt arbeiten da an der Stelle, ne? Also das war jetzt miese Übersicht von mir. Ach ja, so ist es das manchmal. Genau, jetzt könnten wir die hacken. Kann auch bei mir die Hacker jetzt benutzen natürlich. Also ich glaube, wenn das so aussieht, Hacker ist eine gute Sache, aber die machen alles tot und tun auch die Hacker rausnehmen ein Stück weit. Das ist halt mal ein guter Call. Also ein Setup. Auf Schild hämmern. Auf die große Front hämmern. Genau, die gehen jetzt ja nach unten, der geht dann nach oben. Da muss man ja mal gucken, was er da anstellen möchte, ne? Kann man sich direkt davor stellen. Gucken, dass die auch den Kampf gewinnt. Den ein bisschen seitlich stellen, ja, dem, wo der hinläuft, ist das dann besser. Eine Salve einfach mal überleben. Die wird ihn wahrscheinlich eh verkaufen da, aber dann überlebt er die Salve. So, ansonsten der Reichweite gegen meine Steelballs. Da machen wir halt noch einen dazu. Ist eh sicherer so. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob sich da ein Level ablohnt bei dem. Machen wir einfach mal. Genau. Die müssen wir, glaube ich, nicht wegholen. Soll die Salbe gerne rausballern. Die Frage ist, ob er hier links nochmal irgendwas spielt, was stört. Jetzt die Zeit weg. Anscheinend keine Frage. No, Steelballs sterben immer noch direkt. Hat sich Overlord gegönnt. Ja, ich mache jetzt hier einfach Overlord, dann sind die Planken halt weg. Ne? Auch die Front müssen sich dann auflösen. Wenn die alle Tanky machen. Das, glaube ich, ist ein Untergang, weil ich auf Angriff setze und er auf Tankiness ist. Das muss man überraschen. Zumal ich auch schon Luftabwehr habe. Ne? Also ich bin, glaube ich, sehr gut jetzt aufgestellt gegen das, was er da hat. Die Overlords, gerade mit der Tankiness, hätte er, glaube ich, nicht nehmen dürfen. Ah, schon vorbei, okay. Ja, aber das war sein Untergang, das ist der Klassiker. Also, das habt ihr ja sicher schon mal gesehen, ne? Das ist ja im Prinzip, also Angriff ist immer besser als Verteidigung, ja, immer. Und ich glaube halt auch persönlich, dass die Steelballs keine guten Einheiten sind im Moment. Ihr braucht halt wirklich ein Ziel dafür. Das einzige Steelball-Ziel, was er im Prinzip hat, wären die, und die habe ich als Counter von denen ausgebildet, ne? Also, der hat die ja jede Runde weggeholt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, aber das war auf jeden Fall dieses neue Meta, ne? Dieses Degeneration Beam zusammen mit den Steelballs. Ja, also mich hat es jetzt nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Aber man sieht das halt sehr, sehr häufig inzwischen. Und er ist ja auch Turniersieger irgendwas oder Turnierspieler oder was das Symbol da ist, ne? Also es ist nicht so, dass der damit keinen Erfolg hätte. Ich sehe es halt nur nicht. So, ich wäre weg für heute. Ciao, ciao.